Und da läuft die Kamera. Mein Roller sieht aus, ey. Scheiße. Ein bisschen pflegen. Ja, ihr habt es wahrscheinlich hier schon gesehen. Ich wollte den Kanister, der ja voll mit Altöl ist, wollte ich abgeben. Kostenlos bei Lewis. Ja, das kann man machen. Das ist richtig geil. Auf jeden Fall. Das ist cool. Jetzt ist er wieder sauber, das ist gut. Ja, so habe ich das jetzt hingestellt, den Kanister. So. Oder ich kann den auch so irgendwie. Na, so. Ja, müsste eigentlich gehen. So. Bisschen fester drehen. So. Sieht man mich? Ja, ne? Und nimmt auf, das ist gut. Oh, der Sonne entgegen. Bevor es wieder anfängt zu regnen, ey. Scheiße. Dann geht es jetzt ab nach Lewis. Durch die Innenstadt durch. Na, dann sehen wir den Bärenplatz. Und ja, das ist auch immer ganz nett. Auch immer ganz cool, mal mit anzusehen. Also finde ich jetzt ja, jedenfalls. Na? Wilder Kanister, ey. Muss ich doch so machen. Jo. Wahrscheinlich schon gesehen in dem Spiegel, dass ich jetzt das andere Gehäuse habe, was mit der GoPro dabei war, als ich die gebraucht gekauft habe. Ja, der Grund ist einfach der, das sieht, finde ich, viel besser aus als jetzt das Standard, beziehungsweise das schwarze Gehäuse, was ich immer nehme. Und ich habe in das Gehäuse, und das von GoPro, das durchsichtige, habe ich einfach ein Loch gebohrt, ne? Mit so einem Phasenbohrer. Das heißt, wenn man, je tiefer das Loch wird, desto größer, je tiefer man bohrt, desto größer wird das Loch. Und ja, genau, ist so ähnlich wie Nasebohren. Ne? Wunderbar geklappt. Na, wunderbar. Alles gut. Na, hat wunderbar geklappt. Ich kann euch hier mal Fotos einblenden. Ja, der Feierabendverkehr.
wieder rot. Mal ausleeren. Also diesen Container hier. Ne, den Dingens. Altölkanister. Ist besser, finde ich. Oh, jetzt gibt's Stau. Jetzt gibt es Stau, glaube ich. Ach. Wir haben jetzt zwar grün. Aber da hinten stehen seine Ampeln noch, ey. Boah, scheiße. Wieder rot. Ui. Ach ja. Ich glaube, wir sind alle geboren, um an roten Ampeln zu warten. Ja, im Moment auch viele Baustellen Richtung Stadt. Das ist ein bisschen doof. Na. Wieder rot. Oh nee. Das gibt's doch nicht. Hier rechts war gerade die Kunsthalle. Fast 35 km/h. Jetzt zum Jahnplatz, der hier vorne ist. Und wieder Baustelle. Oh Mann. Vorne, der Willy Brandt-Platz. Das ist ein blöder Öltank, ey, der nervt. Egal. Bin ich ja eh gleich los. Gib den nur halt ab bei Lewis, wie gesagt, weil man das kostenlos machen kann. Ja, ist einfach besser für mich. Ja, weil woanders, wenn ich jetzt woanders wäre, dann kostet das was. Ja, ist auch doof. Oh, das war knapp hier vorne. So. Und wieder rot. Oh Mann. Ach ja. Yo, Low Forest. Was
Surfboard, ui. Ah ja. Ach ja. Jo, Low Forest. Okay. Grün. Sehr gut. Hat jemand Lust auf Musik? Ja, ne? Richtig geile Musik. Ich blende euch mal Musik ein, damit es nicht so langweilig wird. Hehehe.
So, da wären wir bei Louis. Jo, dann gebe ich den da ab. Jo. Boah, wow, geil. Ui. Ha? Aufnehmen, oder? Ja, aber kann ich ja rausschneiden oder so, oder? Oder Ruhe, das ist gut. Das ist noch ein Zweitakter. Boah, krass. Heftig. Ach, mein Licht? Ja, weil wenn das ein bisschen Geschwindigkeit, da bremst du dann und dann kommt du lieber bremsen. Wollte ich dann LED-Birne reinmachen. Ja, gibt's ja dafür. Ja, die habe ich ja bloß gerade, pass mal auf, ich kann Zaun. Wolltest du gerade noch 2 Minuten warten? Ja. Ich hab's dann auch total unterschätzt, die Karre. Da ist ja Yamaha-Motor drunter. Hier? Hm? Oh, jetzt kommt der Sound. Warte, ich fahre mal ein bisschen. Ui, was ein Sound, ey. Krass. Boah, Wahnsinn. Geil, sehr gut. MZ. Schlecht gleich schon wieder, ey, das ist aber doof. Ui, Alter! Aber wie mit Döner essen. Und AMG. Ich hab gesagt, da sind die bei uns im Dorf immer hoch und runter. Ne? Da stand die Tankwagen immer in Reserve die Woche über. Habt ihr nie angepackt, das war nur ein Wochenende. Boah. Warum war es denn da? Fahrrad war unsere 50er oder so. Okay. Okay.
Ja. Zeigt deiner mehr? Oder? Ja, meiner zeigt so 30, 31, 32 oder so. Das Öl habe ich jetzt ausgeleert, der ist jetzt leer, der Tank. Und ja, genau. Jetzt leicht bergab. Vollgas. Laut Tacho 31, wieder rot. Oh Mann. Gibt's doch nicht. Ja klar. Oder viele schreiben auch, ja, mach da vom 40er Schein. Brauche ich gar nicht. Komm auch so gut klar. Glaube ich nicht. Ich machte die Tage bekannter von dem der Kumpel mit dem 25er Roller 23 Stunden bis nach Berlin. Boah. Alter. Er ist nach Schilder gefahren, nicht nach Berlin. Ne? Okay. Bleib grün, ja, sehr gut. Jawohl, AMG. Boah. Krasse Sache, ey. Das sind die richtigen Spritschlucker, ey. Boah, heftig.
Das ist krass. Hier schön mit V8, ey. Boah, Alter. Das ist heftig. Kollege von mir. Oh, das stinkt aber. Das ist wirklich ein schöner Roller, vor allem mit dem Tagfahrlicht, weil du machst die Zündung an, dass das Licht ist an. Mhm. So, ich werde jetzt auch mal in der Aal gießen. Jo, alles klar. Normal mache ich das bei dem auch, den mache ich morgens so an und rauche mir eine Zigarette. Ne? Ja. Kein typischer Viertakter mehr, sondern ich sag, wenn du jetzt auch noch so ein Leo Winch, was ich dir mal erklärt habe, so ein Ausdruck, dann würdest du denken, dass wir irgendwie so eine 250er in Duo oder. Jo, das stimmt. Und wie gesagt, du kannst du ganz legal anbauen, ne, mit ABE und alles. Das ist ja nicht mehr Leistung. Ne? Fährst du jetzt hier noch hoch oder? Ja, ich fahre jetzt hier noch hoch. Ja. Ah. Das war ein guter Kollege von mir, ne? Auf dem Roller. Jo. So.
da sind wir wieder zu Hause. Alles klar. Und ich sag dann auch mal danke fürs Anschauen des Videos. Und dann bis in ein paar Tagen. Ciao, Leute. Und in diesem Sinne, ciao, Bella. Mal. Tschüss. Okay.